Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung zu unserer Umweltringvorlesung. Bevor es heute zum Thema Rohstoffpolitik losgeht, wollte ich noch einmal kurz sagen, dass die Einschreibung für den Teilnahmeschein schon geöffnet ist und alle, die die Klausur aber schreiben wollen, sich nicht für den Teilnahmeschein einschreiben müssen und die Einschreibung für die Klausur dann erst am Ende des Semesters losgeht. Genau, nur weil das sich ein paar gefragt haben. Und wie beim letzten Mal gesagt, fangen wir heute noch mit der Auswertung vom Rohstoffrucksack an. Und da wird euch jetzt die Anja nochmal abfragen, wie denn ja, euer Rohstoffrucksack aussieht. Genau, also hallo erstmal. Wir haben ja gesagt, wir wollen das jetzt noch auswerten. Also ihr habt das hoffentlich alle gemacht. Und jetzt ist ja noch die Abstimmung. Da könnt ihr hier unten dem Link folgen. Also das ist derselbe wie letztens, live.voxvote.com. Hier unten steht's und der Pin dann noch dazu. Und dann könntet ihr damit anfangen. Dann würde ich so 1, 2 Minuten warten, bis alle abgestimmt haben und dann noch kurz was dazu sagen. Für alle, die sich jetzt fragen, worum es geht, falls ihr genau letzte Woche nicht dabei wart, wir haben einen Link rumgeschickt, wo ihr den Rohstoffrucksack von euch selbst berechnen konntet. Das ist ein Tool vom Wuppertal-Institut. Genau, und da ja, gibt man quasi ein bisschen an, was der persönliche Umgang mit Geräten ist oder Reisen, und dann kommt quasi eine Tonne Rohstoffrucksack raus. Und genau, für alle, die dies noch nachträglich machen wollen, haben wir den Link gerade in den Chat gestellt, und dann könnt ihr das gerne nachholen, genau, um euren eigenen Rohstoffrucksack mal zu berechnen. Genau, und ansonsten ja, machen wir einmal kurz die Auswertung, und dann müsst ihr nicht lange warten, und dann geht's los mit der heutigen Vorlesung. Magst du mal klicken, Anja? Ich glaube, die meisten haben jetzt abgestimmt. Okay, also wenn ihr dann soweit seid. Okay, also die meisten haben tatsächlich das letzte angekreuzt, und das wäre auch das beste Ergebnis, denn wie euch der Rechner schon angezeigt hat, so der gesamtdeutsche Durchschnitt bei 40 Tonnen pro Jahr an Rohstoffen, was relativ viel ist, und der Rechner zeigt ja auch an, wie viele Tonnen nachhaltig werden, und da zeigt er so ungefähr 17 an. Also praktisch 17 oder noch drunter ist natürlich noch besser. Und tatsächlich, die meisten von euch sind also schon ziemlich gut. Das ist ja schon sehr schön, genau. Und ansonsten hat der Rechner ja auch Tipps angezeigt, in welchen Bereichen man sich wie noch verbessern kann. Genau. Und dann wollten wir euch bloß noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar hat das Flo wahrscheinlich schon in seiner Vorstellung von der TUWI letzte Woche mit erwähnt. Und zwar gibt es nämlich einen neuen Umweltleitfaden, der war nach so 10, 11 Jahren mal überaltet. Und Max aus der TUWI hat den jetzt neu geschrieben. Genau, und der kommt jetzt, ist jetzt eigentlich schon draußen, und den kann man sich holen. Und da sind eben viele Tipps drin, wie man nachhaltig mit der Umwelt umgehen kann. Genau, ist bloß noch gerade in der Überlegung, ob wir davon auch welche drucken wollen. Aber ansonsten hier. Und genau.
Ja, Infos auch auf unserer Website. Okay, das wäre es dann erstmal. Da gebe ich weiter an Julius. Ja, danke dir, Anja. Ich habe jetzt die Ehre, unseren ersten Gast vorzustellen. Ihr seht ja schon, es gibt schon eine Kamera mehr, die an ist, Hanna Pilgrim. Hanna Pilgrim arbeitet beim Arbeitskreis Rohstoffe. Was der ist und was der macht, erklärt sie euch, glaube ich, am besten gleich selber. Hanna hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und Geografie studiert. Und weil lange Gäste vorstellen ja auch immer so ein bisschen langweilig und schleimig werden kann, habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach jede Person am Anfang eine bisschen persönliche Frage, die wir hier in der Ringvorlesung zu Gast haben. Und zwar würde mich von Hanna jetzt interessieren, wie du zum Thema Rohstoffe gekommen bist. Ja, hallo Julius, liebe alle, sehr zahlreich besucht. Es freut mich sehr, dass ich heute hier über das Thema sprechen kann. Wie bin ich zu Rohstoffen gekommen? Rohstoffe ist ja ein breites Thema und ich habe mich tatsächlich lange Zeit erstmal vor allem mit fossilen Rohstoffen beschäftigt, also mit Kohle vor allem, mit Braunkohle. Das ist ein persönlicher Aspekt vor allem, dass mein Großvater jahrelang selbst tatsächlich auch Kohle abgebaut hat. Damals im Saarland. Das war sehr cool. Meine auch. Auch im Saarland. Ja, gibt es einige. War natürlich zu der Zeit 50er, 60er Jahre großes Thema. Das war bei uns in der Familie sehr positiv konnotiert. Und zum Studium war ich dann im Rheinland und war dann aber doch sehr, mit Garzweiler und dem Hambacher Forst auch beschäftigt und war da auch zugegen und habe gesehen, so das erste Mal sozusagen die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Bergbaus, in dem Fall eben der Braunkohle, und habe mich gleichzeitig aktiv bei einer Menschenrechtsorganisation engagiert, die vor allem die globale Dimension des Rohstoffabbaus und vor allem auch im Zusammenhang mit Landfragen, also der Vertreibung der Bevölkerung vor Ort, eben thematisiert haben. Und dann bin ich eben zunehmend auf metallische Rohstoffe gestoßen, über die ich ja jetzt auch heute mehr sprechen werde oder die ja auch ein Schwerpunkt dieser Ringvorlesung sind, weil ich eben festgestellt habe, damit habe ich mich eigentlich noch nie beschäftigt und das wird auch gesellschaftlich sozusagen viel, viel weniger betrachtet und da steht gar nicht so eine große Bewegung irgendwie hinter. Und so bin ich sozusagen so von den fossilen Rohstoffen, die ich weiterhin enorm wichtig finde und der Ausstieg aus den fossilen, aber so ein bisschen mehr zu metallischen Rohstoffen gewandert und habe mich auch im Studium dann damit beschäftigt, habe meine Bachelorarbeit über Tiefseebergbau geschrieben und seitdem ich mich vor gut 5 Jahren das erste Mal damit beschäftigt habe, lässt es mich nicht mehr los und jetzt freue ich mich, dass ich seit gut einem Jahr im Arbeitskreis Rohstoffe das Thema tatsächlich tagtäglich um mich herum habe. Ja, danke, dann herzlich willkommen und ich habe deine Präsentation schon geteilt. Du kannst dann loslegen. Super, vielen Dank, Julius. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf bei dieser sehr facettenreichen Ringvorlesung. Ich habe mal ins Programm geschaut, das ist wirklich genial und auch welche Gäste ihr auch aus den Abbauregionen auch mit dabei habt. Und ich freue mich sehr, dass ich sozusagen mit Start in die deutsche Rohstoffpolitik sozusagen die deutsche Perspektive so ein bisschen reinbringen kann. Eine kleine Vorabinformation, ist meine erste Amtshandlung nach gut 2 Wochen. Mich hat tatsächlich Covid-19 erwischt. Nehmt es ernst. Und ich bin selbst noch ein bisschen auch auf Schmerztabletten und noch leicht lediert. Deswegen werden wir zwischendurch auch eine kleine Pause machen. Und ich hoffe, mein Kopf kommt soweit mit und mir fehlen nicht zwischendurch irgendwann mal die Worte. Aber wie bei der Ringvorlesung wollte ich auf jeden Fall sehr gerne dabei sein und freue mich, dass das jetzt auch der Fall ist. Genau, ich habe die Ehre, heute darüber zu sprechen, was sozusagen die blinden Flecken der Rohstoffpolitik, und da kann man jetzt noch mit hinzufügen, vor allem der deutschen Rohstoffpolitik sind, auf die ich jetzt heute eingehen werde. Und mein Name ist Hanna Pilgrim und ihr könnt mir folgen auf Twitter oder dem Arbeitskreis Rohstoffe direkt, dann kriegt ihr noch mehr Informationen. Und danke Julius, dass du uns durch die Folien leitest, und dann würde ich dich bitten, die nächste, ich sage dann immer weiter,
und dann sollte das klappen. Genau, was habe ich sozusagen mit euch vor? Ihr hattet jetzt auch schon eine einführende Veranstaltung und es kann durchaus sein, dass es, glaube ich, auch gewisse Doppelungen vielleicht auch gibt oder gewisse Dinge nochmal aufgegriffen werden, aber ich denke, das schadet nicht. Das liegt vor allem daran, dass unsere Arbeitsgrundlage, glaube ich, ist nämlich das, was auch im Chat jetzt eben schon gepostet wurde, die Broschüre 12 Argumente für eine Rohstoffwende, was ja auch das große Thema der Ringvorlesung ist. Und deswegen habe ich so quasi den Vortrag in zwei Teile ein bisschen aufgeteilt und würde gerne alles sozusagen aufhängen daran, nämlich mit der Fragestellung, ich stehe ja nicht nur hier als Privatperson, sondern ich stehe ja vor allem hier als Koordinatorin des Arbeitskreis Rohstoffe. Und mit der Fragestellung reingehen, warum gibt es eigentlich den Arbeitskreis Rohstoffe, weil so ein zivilgesellschaftlicher Verband oder egal was, wenn sich eine Gruppe zusammenschließt, gibt es meistens einen Grund dafür. Und dass man irgendwas kritisiert, dass man irgendwelche Forderungen durchbringen will. Und das ist sozusagen die Hauptfragestellung. Warum gibt es eigentlich den Arbeitskreis Rohstoff? Und anhand dessen möchte ich dann sozusagen einführen und erstmal deutlich machen, mit welcher Perspektive schauen wir eigentlich auf Deutschland. Und das möchte ich anhand von 4 Grafiken verdeutlichen, wo anhand dessen auch schon deutlich wird, wo sind sozusagen auch die blinden Flecken auch in der Nachhaltigkeitspolitik und in der Rohstoffpolitik, um dann nach einer kurzen Pause auch wirklich reinzugehen und zu überlegen oder deutlich zu machen, welche Rohstoffpolitik verfolgt Deutschland eigentlich und wo sind jetzt konkret in dem Zusammenhang die blinden Flecken. Und da möchte ich vor allem auf die deutsche Rohstoffstrategie eingehen, ein wichtiges Rahmenprogramm, das sozusagen ja, was die Grundlage ist, wie Deutschland die Rohstoffpolitik ausrichtet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, bevor ich mich mit dem Thema gewidmet habe, sagte mir die deutsche Rohstoffstrategie noch nie was. Aber ich finde es sehr wichtig, vor allem jetzt auch am Anfang der Ringvorlesung, dieses Papier auch zu nennen und zu verdeutlichen, wie ist das eigentlich entstanden, um dann auch klar zu machen, was wir daran auch kritisieren und was unsere Forderungen sind für eine Rohstoffwende. Das ist so der Ablauf und wie gesagt, es gibt eine kurze Pause von 2 bis 3 Minuten zwischendrin. Da könnt ihr auch gerne schon Verständnisfragen stellen. Entweder ergeben die sich dann nochmal im Laufe des zweiten Blocks oder ich versuche sie dann schon zu beantworten oder wir können einfach mal ein Schlückchen trinken und dann geht es quasi weiter und wir werden aber sicherlich am Ende auch nochmal mehr Zeit haben, um auch nochmal konkretere, auch über Verständnisfragen hinausgehende Fragen zu beantworten. Ich versuche es, aber Justus und ich weiß nicht, ob Lara von Incota auch da ist, sind ja noch ein paar mehr, die SpezialistInnen in dem Thema Rohstoffpolitik sind. Genau, nächste Folie. Was ist die erste Frage, was ich eben deutlich gemacht habe? Wer ist der Arbeitskreis Rohstoffe und warum gibt es den Arbeitskreis Rohstoffe, um da anhand dessen die blinden Flecke herauszuarbeiten? Also der Arbeitskreis Rohstoffe ist ein Netzwerk deutscher zivilgesellschaftlicher Organisationen, wo beispielsweise auch Incota mit dabei ist oder Germanwatch, Powershift, Forum Umwelt und Entwicklung, aber auch die Umweltschutzorganisation BUND, oder NABU und auch die zwei großen Hilfswerke Miseria und Brot für die Welt. Also es ist eine ganze Bandbreite an zivilgesellschaftlichen Organisationen, eben aus dem Bereich Menschenrechte, sogenannte Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungspolitik und Umweltschutz. Und in dem Arbeitskreis sind vor allem die Referentinnen vertreten, die zu den Themen der Rohstoffpolitik, zu den Themen der metallisch-mineralischen Rohstoffpolitik arbeiten. Und den Arbeitskreis Rohstoffe gibt es schon seit über 10 Jahren. Und genau, sozusagen mit oder schon vor dem Entstehen der deutschen Rohstoffstrategie, auf die ich später eingehen werde. Und was machen wir vor allem? Wir versuchen, Lobbyarbeit zu machen. Also Lobbyarbeit ist ja, gibt die Lobbyarbeit, von der man sehr viel hört, dass welche wirtschaftlichen Interessen sozusagen versucht werden, durchzusetzen in der Politik. Aber es gibt natürlich auch die Lobbyarbeit, die ausgeführt wird von sozialen Bewegungen, von zivilgesellschaftlichen Netzwerken und so weiter. Das heißt, wir schreiben Forderungspapiere und versuchen, die an die Politik heranzutragen, vor allem momentan. Wir machen Veranstaltungen, wir geben Vorträge, wie beispielsweise jetzt Veranstaltungen, aber auch selbst
Veranstaltungsreihen beispielsweise auch oder Online-Seminare, produzieren Podcasts oder auch eine ganze Bandbreite an Recherchen der einzelnen Organisationen, die wir auch auf der Website des Arbeitskreis Rohstoffe, die ihr sehr gerne mal besuchen könnt, auch versammeln, wo es dann unter den unterschiedlichen Rohstoffen und deren sozial-ökologischen Auswirkungen beispielsweise Broschüren gibt oder konkret nochmal zur Elektromobilität und die Nachfrage nach Rohstoffen. Also eine ganze Bandbreite. Wir haben eine große Bibliothek und wir sind vor allem auch, und dass die einzelnen Organisationen, wie beispielsweise bei INCOTA ja auch sehr stark vernetzt, auch mit Partnerinnenorganisationen in den Abbaugebieten, um sozusagen die Perspektive aus den Abbaugebieten auch mit reinzubringen, was nämlich der erste große blinde Fleck ist in der deutschen Rohstoffpolitik, dass nämlich sozusagen eine globale Perspektive und die Perspektiven der Bevölkerung vor Ort nicht mit einbezogen wird. Und wir versuchen auch immer wieder auch Bildungsarbeit zu machen. Genau, also das grob, das ist der Arbeitskreis Rohstoffe, der seit, wie gesagt, über 10 Jahren jetzt schon existiert. Und genau, und jetzt würde ich gerne euch verdeutlichen, mit welchem Blick wir eigentlich, nächste Folie, mit welchem Blick wir eigentlich auf Deutschland schauen. Und da habe ich jetzt mal weniger Text, sondern vor allem mehr Grafiken mitgebracht, die unter anderem eben auch aus der 12 Argumente für eine Rohstoffwende Broschüre stammen, um zu verdeutlichen, was sind eigentlich sozusagen die materiellen Flüsse, was sind vor allem die metallischen Flüsse Deutschlands, also wie weit gehen die eigentlich und wo kommen sie her und wie gehen sie weiter? Und das würde ich gerne verdeutlichen unter den Schlagworten zum einen Importweltmeister Deutschland, Externalisierung der negativen Auswirkungen, Wegwerfgesellschaft und unter dem Aspekt der globalen Gerechtigkeit. Genau, und da würde ich dich jetzt bitten, Julius, die nächste Folie anzuwerfen, um damit zu beginnen, unter dem Schlagwort Importweltmeister Deutschland da kurz was zu sagen. Das sicherlich das letzte in der ersten Vorlesung auch schon aufgegriffen wurde. Wir kennen alle das Bild, was auch immer wieder reproduziert wird von Deutschland als Exportweltmeister. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Nämlich die andere Seite der Medaille ist nämlich, dass wir auch, um so viel exportieren zu können, auch eine materielle Basis brauchen. Und das heißt, wir importieren enorm viele Rohstoffe. Deutschland ist bei metallischen Rohstoffen nahezu 100% von Einfuhren von Importen aus dem Ausland abhängig. Wir gehören zu den Top 5 weltweit, was metallische Rohstoffe der Verbrauch angeht. Teilweise sogar, ich glaube, bei Kupfer und Bauxit zu den Top 3 weltweit, also direkt nach den USA und China. Also das heißt, wir sind als Industrieland sozusagen, wir sind ein Durchlauferhitzer, wir produzieren sehr viel und wir importieren aber viele Rohstoffe und exportieren es dann quasi wieder. Und das ist eine Karte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe aus dem Jahr, es ist von einem Vortrag, ich glaube von 2018, also recht aktuell. Wo deutlich wird, also das Rote könnt ihr erkennen, ist Deutschland und die ganzen blauen Länder sind sozusagen, oder das, was blau markiert ist, die Länder sind sozusagen die Orte, woher die Rohstoffe kommen, die metallischen Rohstoffe. Da seht ihr, die kommen eigentlich überall her vor allem nicht aus Deutschland, sondern vor allem da sind hochrelevant die Länder Lateinamerikas, südliche Afrika, Asien, aber auch Russland und auch die USA, aber vor allem auch zahlreiche Länder des globalen Südens. Und das, was ja auch deutlich geworden ist, auch als ihr jetzt den Rohstoffrucksack euch errechnet habt vom Wuppertal-Institut, ist, dass es wichtig ist, dass wir auch einen ganzheitlichen Blick auf Rohstoffe werfen und sozusagen nicht nur gucken, was wir sozusagen an Metall letztendlich wirklich in Deutschland verarbeiten, sondern ganzheitlicher drauf schauen und gucken, was importieren wir da eigentlich noch mit? Weil wenn im Abbau von Metallen nutzen wir natürlich auch ganz, ganz viel Land, was beispielsweise umgegraben wird woanders, durch die Produktion oder durch den Abbau und die Weiterverarbeitung ist natürlich auch der Bedarf an Energie total notwendig. CO2 wird emittiert, aber das alles eben andernorts. Und das heißt, mit dem Import von Metallen
nutzen wir aber auch gleichzeitig enorm viel Wasser oder CO2 an anderen Orten. Genau. Dann zur zweiten, weiter Anna. Dann würde ich nämlich jetzt gerne noch eine zweite Grafik und auch eine Weltkarte drüberlegen. Nämlich, das ist ein Screenshot des Environmental Justice Atlas. Das ist ein Collective Mapping Tool, was ich euch allen ans Herz lege. Klickt da gerne mal drauf nach der Vorlesung und schaut euch das mal genauer an. Gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass man kollektiv, also jeder sozial-ökologische Konflikte, die im Zusammenhang stehen mit großen Infrastrukturprojekten, großen Landwirtschaftsprojekten, aber eben auch Bergbauprojekte oder der Abbau von metallisch-mineralischen Rohstoffen, jegliche Konflikte damit sozusagen dort sozusagen mappen kann, also deutlich machen kann, um welchen Konflikt geht es da, welche Unternehmen sind mit inbegriffen und was sind vor allem die sozial-ökologischen Auswirkungen und was ist momentan jetzt der Stand der Debatte. Und diese orangenen Punkte sind eben all die Orte, wo jetzt momentan, und das sind längst nicht alle, wo es momentan enorme Konflikte gibt, Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung. Und ich kann da gerne gleich ein paar Beispiele deutlich machen, die dort eben vorzufinden sind. Das ist jetzt ein Screenshot von April, also recht aktuell von diesem Jahr April. Ich habe aber wirklich das Gefühl, wenn ich mal mehrere Monate nicht drauf war, werden die Punkte mehr. Und es sind, wie gesagt, nicht alle darauf versehen, weil nicht jetzt jeder dieses Mapping-Tool tatsächlich nutzt. Also der extraktive Sektor, also vor allem der Abbau von Rohstoffen sozusagen, ist einer der Sektoren im Wirtschaftsgeschehen, wo maßgeblich Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Genau. Und Beispiele, die jetzt dort verwiesen sind, dass es zum Beispiel zu Landvertreibungen kommt der lokalen Bevölkerung, weil ein neues Bergbauprojekt beispielsweise entsteht, weil Bergbauprojekte erweitert werden, weil erkundet wird, ob in einem gewissen Bereich beispielsweise Rohstoffe überhaupt lagern. Andere Konflikte sind, dass die Ökosysteme zerstört werden und die lokale Biodiversität zerstört wird. Und ich denke, das wird auch im Laufe der Ringvorlesung, wird es jetzt auch noch mehrere Beispiele werden auch gezeigt werden. Es kommt zur Verschmutzung von Ökosystemen sehr häufig im Zusammenhang im Bergbau mit der Weiterverarbeitung, dass beispielsweise Rückstände entstehen, toxische Rückstände, die dann in Flüsse abgeleitet werden, die dann wiederum die lokale Bevölkerung sozusagen vergiften, wenn sie weiter nutzen in der Landwirtschaft oder zum Kochen und so weiter. Enorme gesundheitliche Gefährdung, also eine Vielzahl an unterschiedlichen sozial-ökologischen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen oder auch beispielsweise Proteste der lokalen Bevölkerung vor Ort, die sich gegen eine Erweiterung von der Mine stellen oder eine Entstehung von der Mine und in dem Zusammenhang aber kriminalisiert werden und enorm unter Lebensgefahr stehen, weil die Regierung beispielsweise diese Projekte durchdrücken möchte. Also das heißt, lagern wir das übereinander, sehen wir, Deutschland bezieht von überall her metallische Rohstoffe. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass vor allem im Bergbau enorm viele Konflikte stattfinden. Dann zum dritten großen Punkt, den ich nennen wollte und wie wir auf Deutschland schauen. Und da sage ich ganz frech, Deutschland ist eine Wegwerfgesellschaft. Und das können wir jetzt ganz, das ist eine Grafik jetzt aus der Broschüre 12 Argumente für eine Rohstoffwende, die vielleicht auch schon gezeigt wurde, wo deutlich wird, dass wir enorm viel Müll produzieren. Wir nutzen Dinge zu kurz und wir konsumieren eben sehr, sehr viel. Wenn wir uns Elektrogeräte anschauen, ganz konkret, dann produzieren wir pro Jahr, werden Elektrogeräte, die sozusagen
weggegeben werden oder weggeschmissen werden, werden 1 Million Tonnen von diesen Elektrogeräten nicht erfasst. Das heißt, die landen beispielsweise im Restmüll oder werden illegal exportiert. Und das entspricht 100 Eiffeltürmen. Also es ist eine enorme Menge, die da jährlich anfällt, in Deutschland nur. Also Deutschland gehört eben auch einer zu den größten Produzenten von Elektroschrott. Und damit mit dieser Form der Entsorgung gehen natürlich auch enorm viele metallische Rohstoffe verloren. Ich finde ein ganz gutes exemplarisches Beispiel, was deutlich macht, wie wichtig es ist, auch den Umgang mit Rohstoffen zu verändern. Wenn wir uns anschauen, wie viel Gramm Gold einmal im Erz ist, also wenn im Bergbau abgebaut wird, wird ja das Erz erstmal abgebaut. Und wenn wir im Gold, wenn wir jetzt wenn wir in einer Tonne goldhaltigem Erz schauen, haben wir dort 4 Gramm Gold, was wir letztendlich daraus gewinnen können, wenn wir sozusagen Primärbergbau haben. Und wenn wir uns aber eine Tonne Smartphones anschauen, also die dann quasi entsorgt wurden, befinden sich darin 155 Gramm Gold. Ja? Also eine Tonne Erz, was abgebaut werden würde, ist 4 Gramm Gold letztendlich drin, und in einer Tonne Smartphones würde man die sozusagen adäquat die Rohstoffe zurückgewinnen, hätten wir 155 Gramm Gold. Also das heißt, wir können entweder enorm viel neu abbauen, dadurch enorm viel Land bewegen und Konflikte herbeiführen, oder wir können eben auch ganz konkret darauf setzen und sagen, wir haben ganz viele metallische Rohstoffe auch, die wir sozusagen auch sekundär eigentlich wiedergewinnen müssen. Und dann würde ich gerne noch zum vierten Punkt darauf eingehen, auch aus der Broschüre 12 Argumente für eine Rohstoffwende, nämlich die Fragen der globalen Gerechtigkeit mit einzubeziehen. Es klang jetzt auch schon ein bisschen an. Ich habe auch schon gesagt, dass es uns ganz wichtig ist, dass beispielsweise auch die Interessen und die Interessen mit einbezogen werden der Bevölkerung vor Ort, die direkt betroffen sind von dem Abbau. Und so beschäftigen uns eben auch grundsätzlich die Fragen der globalen Gerechtigkeit. Also vor allem der Rohstoffabbau ist eingebettet in sozusagen koloniale Strukturen. Also im Kolonialismus wurde sozusagen begonnen, vor allem von den europäischen Kolonisatoren Rohstoffe abzubauen, Gold, Silber, Kupfer, um es dann im Rahmen der Industrialisierung in Europa dann zu nutzen. Und also auf eine sehr gewaltvolle Art und Weise. Und für uns ist es sozusagen wichtig, auch diese koloniale Kontinuitäten sozusagen weiter zu verfolgen und zu sehen, wie diese Abhängigkeiten quasi weiterhin bestehen. Und das ist der Standpunkt oder das ist der Fakt, wenn wir uns anschauen, wie sozusagen die Nutzung der Ressourcen, also wer die Rohstoffe sozusagen nutzt, und wer sie eben weniger zur Verfügung hat, also wer sozusagen Zugang zu den Rohstoffen hat, ist es eine enorme Ungleichverteilung. Und ein Beispiel, was wir auch in der Broschüre bringen, ist, wenn wir uns anschauen, Fahrzeuge pro 100 Menschen, die ja hauptsächlich aus metallischen Rohstoffen bestehen, fahren in Deutschland 69,2 Personen sozusagen pro 100 Menschen, haben ein Fahrzeug. Und gleichzeitig in Guinea 0,3 Personen, also weniger als eine Person. Guinea ist ein Land in Westafrika. Und in Guinea wird hauptsächlich, also Guinea ist ja einer der größten Produzenten von Bauxit. Und Bauxit wird Aluminium hergestellt. Und Deutschland bezieht über 90% des Bauxits aus Guinea. Das heißt, wenn wir schauen, wo wird der Rohstoff sozusagen abgebaut? In Guinea, wie wird er weiterverarbeitet und wer nutzt sozusagen oder wer profitiert von den Rohstoffen dann im Endprodukt, sehen wir dann eine ganz klare Ungleichverteilung in diesem Fall. Das heißt, und dann nächste Folie, ist es für uns ganz wichtig, wenn wir auf Deutschland schauen, dass wir auch die globale Gerechtigkeitsperspektive mit einbeziehen. Und da ist in dem Zusammenhang, fällt immer wieder der Begriff von den zwei Wiener oder
Ulrich Brandt ist an der Uni Wien, Markus Wissen ist hier in Berlin, aber von den zwei Wissenschaftlern, Ulrich Brandt und Markus Wissen, das Konzept der imperialen Lebensweise, was deutlich macht, dass eben die vorherrschenden Produktions- und Konsummuster hier im globalen Norden, also auch in Deutschland, vor allem dadurch eben gekennzeichnet sind, dass wir sozusagen prinzipiell unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen andernorts haben, aber nicht nur Ressourcen, sondern auch Raum, was ich eben meinte, also Land, Luft und so weiter, alles an diesem Ort und auch die Arbeitskraft vor Ort. Wir dadurch eben auch die sozial-ökologischen Auswirkungen und Konflikte einfach auslagern, also externalisieren. Auch ein Werk eines Wissenschaftlers, Externalisierungsgesellschaft, was in die ähnliche Richtung geht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die globale Gerechtigkeitsperspektive und Fragen des Zugangs und der Nutzungsrechte von Ressourcen im Zusammenhang eigentlich mit einer deutschen Rohstoffpolitik gestellt werden sollten. Genau, das ist jetzt sozusagen erstmal der erste Rahmen, wie wir als Arbeitskreis Rohstoffe auf Deutschland schauen. Und da ist sicherlich jetzt auch schon deutlich geworden, wo wir ganz klar Kritik äußern. Und nach einer ganz kurzen Pause würde ich eben jetzt gerne dann vor allem auch auf die deutsche, und da ist mir habe ich ein wichtiges Wort vergessen, würde ich gerne eben darauf eingehen, welche Rohstoffpolitik, also welche Politik verfolgt Deutschland da jetzt eigentlich, wenn es doch der Fall ist, dass Deutschland zu 100% nahezu abhängig ist von Einfuhren, welche Politikziele verfolgt es da und wo sind da die kritischen Punkte? Aber ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, 13 nach, machen wir so bis 15 nach eine kurze Trinkpause, beziehungsweise wenn es schon konkrete Verständnisfragen gibt, können wir die vielleicht auch jetzt schon klären. Genau. Ansonsten würde ich auch mal einen Schluck trinken und dann machen wir gleich weiter. Gut, offensichtlich haben sich jetzt keine großen Verständnisfragen. Eine Frage gibt es im Chat. Okay. Wie wird Gut. eigentlich erfasst, was woher in Deutschland importiert wird? Also wahrscheinlich zu der Grafik, die du gezeigt hast auch. Ja, genau, da verweise ich gerne auf von der Grafik, die ist von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Das ist es gibt ja viele Behörden in Deutschland, die dann den unterschiedlichen Ministerien zugeordnet sind, die dann ihre unterschiedlichen Aufgaben haben. Und wenn man das genauer Fragen dazu hat, sozusagen, wie viel Deutschland eigentlich importiert und woher, dann lohnt es sich immer mal auf die Seite von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zu schauen, weil diese Behörde sozusagen dafür zuständig ist, das genauestens zu präsentieren und nachzuvollziehen und zu berechnen. Aber sonst ja, keine, Julius, oder? Soweit, nee, sonst gibt es gerade keine Fragen. Im Anschluss ist ja dann noch genug Zeit für Diskussion und ihr könnt auch schon während des Vortrags einfach in den Chat die Fragen posten oder euch melden, dann sammeln wir das und stellen die dann im Anschluss. Genau, gut. Da haben wir auf jeden Fall noch, jetzt haben wir Viertel nach, haben wir auf jeden Fall auch noch, dann werden wir noch Zeit für haben und es wird mich auch auf jeden Fall interessieren, welche Fragen für euch da jetzt noch offen sind oder auch
gerne Kommentare, was ihr davon haltet, wie wir auf die deutsche Rohstoffpolitik schauen. Genau, also dann würde ich gerne jetzt, nachdem ich das sozusagen ein bisschen kontextualisiert habe, wie wir auf Deutschland schauen, würde ich jetzt gerne ganz konkret mir die deutsche Rohstoffpolitik anschauen. Und in dem Zusammenhang ist es eben sehr, sehr wichtig, und das habe ich auch am Anfang schon angemerkt, muss man einen Begriff sozusagen kennen. Und das ist nämlich die Rohstoffstrategie, die deutsche Rohstoffstrategie der Bundesregierung, die 2010 sozusagen ins Leben gerufen wurde, und auf deren Geschichte und wie sie entstand, sage ich auch gleich noch was. Sie wurde jetzt auch letztes Jahr novelliert, also das heißt nochmal überarbeitet und nochmal neu verfasst, weil sich ja durchaus innerhalb im Laufe der Zeit auch Schwerpunkte verändern oder neue Krisen hinzukommen oder wie auch immer. Und ich es eben, oder wir als AK es ganz, ganz wichtig finden, darauf hinzuweisen, weil, wenn wir jetzt im Hörsaal, würde ich jetzt erstmal quasi fragen, wer von euch überhaupt schon mal die Rohstoffstrategie der Bundesregierung gehört hat. Also wie gesagt, ich kannte sie ganz lange nicht und sie sagte mir überhaupt nichts, obwohl sie sozusagen das Grundsatzpapier ist und die Grundausrichtung sozusagen darin festgelegt wird, wie Deutschland Rohstoffpolitik eben tatsächlich in der Praxis umsetzt und wo die Schwerpunkte liegen, was ihre Ziele sind, und sie deswegen eine ganz, ganz wichtige Grundlage auch ist, wenn man sozusagen in dem Zusammenhang argumentiert oder auch Forderungen stellt. Und aus diesem Grund, auch wenn es jetzt sozusagen ein bisschen historischer ist, würde ich sehr, sehr gerne deutlich machen, wie sozusagen die Rohstoffstrategie ins Leben gerufen wurde, weil auch wie ein Arbeitskreis Rohstoffe, der irgendwann ins Leben gerufen wurde, aus bestimmten Gründen, und die stehen stark im Zusammenhang damit. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum es plötzlich eine Rohstoffstrategie gibt der Bundesregierung. Und deswegen würde ich gerne auf ihre Entstehung und auf ihre auch enorme Verzahnung mit der deutschen Industrie hinweisen. Und deswegen bitte ich dich, auf die nächste Folie jetzt zu gehen. Ihr könnt ja mal ein Sternchen vielleicht in den Chat machen, wenn ihr schon mal was von der Rohstoffstrategie gehört habt. Dann haben wir digital eine kleine Umfrage. Ja, stimmt. Digital kann man ja auch ein bisschen so tun, als wenn man im Hörsaal. Da kommen jetzt schon ein paar. Ja, super, kennen doch ein paar. Das ist doch schon mal gut. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem was Neues erzählen. Genau, deswegen würde ich jetzt gerne kurz auf die Geschichte eingehen der deutschen Rohstoffpolitik und eben die Verquickung mit der Industrie. Und da sozusagen, also wie gesagt, 2010 wurde sie ja veröffentlicht, aber ich fange sozusagen ein bisschen früher an, Anfang der 2000er Jahre, weil natürlich, bis so eine Strategie entsteht, braucht es auch immer eine gewisse Zeit, und davor passiert natürlich auch schon was. Und wenn wir uns jetzt sozusagen zurückdenken, Anfang der 2000er Jahre gab es im Grunde genommen quasi eine neue Wettbewerbssituation auf dem Weltmarkt, auch auf dem Rohstoffmarkt. Es kamen neue Akteurinnen auf den Markt, beispielsweise China hat zunehmend eine größere Rolle gespielt, wird ja auch sehr gerne als sozusagen Weltbank der Welt beschrieben oder zu der Zeit vor allem dann aufkommend. Und somit veränderte sich quasi auch die Rohstoffnachfrage, die Produktionsorte, aber auch die Abbauorte. Und gleichzeitig kam es aber quasi auch zu einer Zentralisierung von Abbaugebieten von Metallen, die teilweise über China liefen oder auch eben in China immer mehr abgebaut wurde. Und das auch weiterhin beispielsweise auch der Fall ist, wenn es um seltene Erden geht. Die seltenen Erdmetalle sind 17 unterschiedliche metallische Rohstoffe, und die kamen nahezu vollständig, werden die nur abgebaut in China. Und und das war sozusagen zu der Zeit so die Lage ganz kurz zusammengefasst. Und dann jetzt natürlich die Frage, wie hat Deutschland darauf reagiert? Also ihr habt im Gedächtnis, wir sind enorm abhängig von Rohstoffen, und wir sehen aber, okay, da gibt es sozusagen Veränderungen, und es ist wichtig, dass wir weiterhin in den Augen der Industrie weiterhin diese Rohstoffe bekommen. Das heißt, dann zur nächsten Folge, wenn ich jetzt von der deutschen Rohstoffstrategie spreche, dann muss ich anfangen mit der deutschen Industrie.
weil sie eben enorm gepusht hat, dass die Politik sozusagen aktiv wird und solch ein Papier wie die Rohstoffstrategie ins Leben ruft, weil der Bundesverband der deutschen Industrie, das ist so einer der größten Verbände, wo zahlreiche Wirtschaftsakteure aus Deutschland eben die Interessen bündeln, sich in 2005 einen Ausschuss gründeten mit zahlreichen Vertreterinnen der rohstoffverarbeitenden Industrie, unter anderem auch Professor Dr. Ameling, damals der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, und sich zusammengeschlossen hatten und gesagt haben, wir brauchen einen Lobbykongress, also wir brauchen einen Kongress, wo wir diese Themen besprechen, einen sogenannten Rohstoffkongress, und der hat dann auch stattgefunden. Und ein Zitat, das jetzt in Rot von Herrn Ameling, das würde ich gerne anbringen, weil das auch im weiteren Verlauf und auch heute noch sozusagen von ganz, ganz großer Bedeutung ist, wenn wir schauen, wie die deutsche Rohstoffpolitik funktioniert. Und er sagte nämlich damals: In der Vergangenheit hat die Politik der zentralen Bedeutung der Rohstoffversorgung nicht ausreichend Rechnung getragen. Wir können aber in Deutschland nur dann Exportweltmeister bleiben, wenn die Unternehmen freien und fairen Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten erhalten. Also auch hier wird schon von der Exportweltmeister das Bild weiter stark produziert. In dem Zusammenhang sagt er eben, wir brauchen freien und fairen Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten. Und frei und fair kann man sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, verstehen, was hiermit vor allem gemeint ist, dass dass der Industrie und den Unternehmen ein reibungsloser sozusagen Zugang auf die Rohstoffe im Ausland an den Rohstoffmärkten, also in den Abbaugebieten dort, wo abgebaut wird, ermöglicht wird, und auch fair in dem Sinne, dass sie eben nicht benachteiligt sind gegenüber anderen Akteuren, die auch beispielsweise gerne Zugriff auf diese Rohstoffe hätten. Und das ist, auf das Zitat komme ich auch später nochmal zurück. Und das heißt, 2 Jahre später wurde dann ein zweiter Kongress des BDU hat stattgefunden, wo damals noch Gerhard Schröder tatsächlich auch mitgesprochen hat, und die Einführungsvorlesung sozusagen gehalten hat, oder die Willkommensrede, weil auf diesem BDI-Rohstoffkongress wurden sozusagen die Elemente einer Rohstoffstrategie der Bundesregierung dann vorgestellt. Also die Vorlage, dieses Grundsatzpapier der Strategie wurde dort vorgestellt 2007. Und dann weiter gerne. Und in dem Zusammenhang dann auch auf politischer Ebene schon ein sogenannter interministerieller Ausschuss ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass Themen, die sozusagen unterschiedliche Ministerien alle betreffen in der Politik, also es ist jetzt nicht nur das Bundeswirtschaftsministerium, sondern auch in dem Zusammenhang das Umweltministerium beispielsweise involviert, und dann werden sogenannte interministerielle Ausschüsse gegründet. Und da wurde der IMA Rohstoffe gegründet, wo eben maßgeblich die unterschiedlichen relevanten Ministerien, also politischen, staatlichen Ministerien, dran mitgewirkt haben und konkrete Rohstofffragen eben bearbeitet haben. Aber nicht nur sie waren sozusagen mit am Tisch, sondern noch vor nicht allzu langer Zeit stand auch auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums noch, dass in Anführungszeichen seit der Neukonstituierung des IMA Rohstoffe im Juni 2007 arbeitet auch der Bundesverband der deutschen Industrie als Sachverständiger aktiv und konstruktiv an der Rohstoffpolitik mit und bündelt dabei die Interessen der Industrie. Also das heißt, es war sozusagen ein in der weiteren Erarbeitung der Rohstoffstrategie waren eben nicht nur Ministerien mit involviert, sondern auch saß sozusagen die Industrie in Form dieses großen Bundesverbandes mit am Tisch als Sachverständige. Und das ist sozusagen aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive eben enorm kritisch zu betrachten oder eigentlich ein politisches No-Go, weil dadurch die Interessen sehr unausgeglichen sind und wir sozusagen als zivilgesellschaftlicher Akteur oder Verband nicht diesen sehr uneingeschränkten und freien Zugang zu diesem Ausschuss hatte, der maßgeblich die Rohstoffstrategie mit geprägt hat. Genau, und dann nächste Folie.
2010 wurde dann die Rohstoffstrategie der Bundesregierung verabschiedet und auf dem dritten Rohstoffkongress des BDIs, also auch tatsächlich auf einem Industrieverband, wurde dann die politische Ausrichtung der deutschen Rohstoffpolitik dann vorgestellt. Das ist sozusagen mit der Geschichte eigentlich dann nicht ganz verwunderlich, weil sozusagen der BDI da schon immer eine maßgebliche Rolle eben gespielt hat. Und auch darin wird dann nochmal deutlich, dass die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der Industrie mit mineralischen Rohstoffen ist von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaft Deutschlands. Dies trifft in besonderem Maß für die Industrierohstoffe zu, bei denen eine hohe Importabhängigkeit besteht. Also auch hier wird nochmal deutlich, das Bewusstsein darüber, wir sind enorm importabhängig. Es ist aber wichtig, dass sozusagen unsere Industrie weiterhin mit Rohstoffen versorgt wird. Was steht jetzt noch im Weiteren oder nächste Folie? Genau, und welche Rohstoff oder welche Punkte, ich gehe da jetzt nicht auf alles einzeln ein, das ist ein langes Papier, was aber auch frei zugänglich ist und wo auch jedermann draufschauen kann, aber ich will sozusagen die wichtigsten Aspekte deutlich machen, um auch zu sehen, wo quasi dann schlussendlich auch, wenn wir darüber sprechen, wo die blinden Flecken sind, deutlich wird, was quasi die wichtigsten Punkte sind, die wir vor allem auch kritisieren. Und wenn wir uns die Rohstoffstrategie anschauen, die von 2010, aber auch die novellierte, sind sozusagen ganz wichtige Punkte, die hervorgehoben werden müssen, dass im Zusammenhang, dass die Rohstoffstrategie ganz klar die Ausrichtung eben hat der nationalen Versorgungssicherheit. Also das erste Ziel ist es, die deutsche Industrie mit metallischen Rohstoffen zu versorgen. Und zum anderen, dass es darum geht, vor allem auch Primärbergbau zu fördern. Und da kommen wir auch in Themenbereiche rein, die vielleicht auch noch nicht allen was sagen, aber durchaus eine große Relevanz auch eigentlich auf politischer Ebene haben, nämlich Themen des Tiefseebergbaus. Also dass weiter geschaut wird, wo gibt es eigentlich noch Ressourcen, wo gibt es noch und Reserven vor allem, also wo liegen auch metallische Rohstoffe, die wir beispielsweise noch erschließen könnten. Und da spielt auch Tiefseebergbau, also der Abbau von metallischen Rohstoffen in Tiefen von über 1000 Metern eine große Rolle. Wird noch nicht abgebaut, ist noch sozusagen in Planung, aber Deutschland spielt da eine große Rolle. Gleichzeitig, und das ist auch im Zusammenhang mit den aktuellen Debatten des Lieferkettengesetzes ganz wichtig, in der deutschen Rohstoffstrategie spielen menschenrechtliche Standards, werden nicht thematisiert. Obwohl, und das habe ich ja am Anfang deutlich gemacht, das hochrelevant ist, vor allem bei metallisch-mineralischen Rohstofflieferketten. Die Themen der Kreislaufwirtschaft, also die zirkuläre Nutzung, also da, dass sozusagen metallische Rohstoffe wiederverwendet werden und als Sekundärmaterial weiter in den Kreislauf gebracht werden, das wird genannt und spielt auch eine Rolle, aber es ist quasi nicht mit konkreten Maßnahmen verbunden und ist sozusagen nicht so prioritär nicht so prioritär behandelt, wie beispielsweise das Ziel der nationalen Versorgungssicherheit. Und zum anderen, wenn wir über Rohstoffpolitik sprechen, müssen wir auch immer über Handelspolitik sprechen, weil wir gesehen habt, wir Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig und das ist auch in der deutschen Rohstoffstrategie ein großes Thema, ist es notwendig, sozusagen über Handelsverträge mit den rohstoffreichen Ländern oder auch mit größeren Regionen sozusagen Freihandel zu betreiben. Das heißt, es wird kategorisch abgelehnt, dass Exportzölle beispielsweise von den rohstoffreichen Ländern sozusagen erhoben werden, weil dadurch die Rohstoffe teurer werden würden und am Ende gegebenenfalls sozusagen die Weiterverarbeitung auch noch in dem Land, wo sie abgebaut werden, stattfinden würde und dadurch die Wertschöpfung auch gegebenenfalls im Land bleiben würde. Also dagegen stellt man sich, man setzt ganz klar auf eine Freihandelsagenda. Und das sind sozusagen, das ist die grobe Stoßrichtung. Ich habe eben gesagt, und dann nächste Folie, ich habe eben schon deutlich gemacht, dass die deutsche Rohstoffstrategie von 2010 wurde sie sozusagen veröffentlicht und wurde jetzt 2020 novelliert, also neu aufgelegt.
Da hat sich inhaltlich, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, hat sich inhaltlich eigentlich recht wenig verändert oder verbessert, was natürlich unsere Hoffnung war, auch wenn immer mehr sozusagen die Rhetorik verändert wird und auch deutlich wird, dass mehr auf Verantwortung für soziale und umweltgerechte Lieferketten da mehr Wert drauf gelegt werden muss, ist aber weiterhin die oberste Priorität sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit und Deutschland als Exportweltmeister weiterhin sozusagen zu sichern. Und was sich eigentlich grundlegend geändert hat, ist, dass sozusagen im Laufe der 10 Jahre gewisse Entwicklungen sich zugetragen haben, dass Rohstoffpolitik jetzt anders legitimiert wird. Und was meine ich damit? Das bedeutet, dass vor allem jetzt darauf verwiesen wird, dass aufgrund von neuen Technologien, die wichtig sind, um die Klimakrise zu bekämpfen, um die Energiewende herbeizuführen, es wichtig ist, dass wir sogenannte Hightech-Metalle in Deutschland oder nach Deutschland importieren, um eben Klimaschutz zu betreiben, Elektromobilität und Digitalisierung voranzutreiben. Und quasi dann gesagt wird, ohne diese Hightech-Modelle können wir sozusagen keine Technologien, für was ja Deutschland auch immer stark stehen möchte und will, und können wir sozusagen nicht mehr stehen. Und deswegen ist der sichere Rohstoffbezug eben von Metallen ganz, ganz wichtig. Genau, dann würde ich jetzt gerne ein ganz kurzes Fazit sozusagen machen und das auf der nächsten Folie kurz sozusagen auch schon mal so verdeutlichen, was jetzt euch aber auch sicherlich auch schon deutlich wurde, so mit der inhaltlichen Ausrichtung der deutschen Rohstoffstrategie. Ein kurzes Zwischenfazit quasi ziehen von dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und also nochmal quasi kurz festhalten, Deutschland ist einer der größten Verbraucher metallischer Rohstoffe weltweit, teilweise unter den Top 3, bei den meisten unter den Top 5. Wir sind enorm importabhängig. Wir lagern gleichzeitig eben die Auswirkungen des extrem konfliktiven metallischen Rohstoffabbaus in die Abbauregionen ab. Unser Wirtschaftssystem beruht vor allem auf einem linearen Produktionssystem, was maßgeblich auf eine Wegwerfkultur setzt. Also das heißt, wir produzieren was, wir konsumieren es und nach viel zu kurzer Zeit wird es quasi weggeworfen. Und dann, was ich eben versucht habe deutlich zu machen, auch nicht in vollem Umfang sozusagen wiedergewonnen, um tatsächlich im Kreislauf auch zu produzieren. Und wir sind gleichzeitig natürlich auch enorm, ist unser Credo, dass in einem kapitalistischen System sozusagen, was auf Wachstum und auf Fortschritt beruht, dass sozusagen es wichtig ist, dass man auch immer mehr produziert, ganz egal, wie groß die Nachfrage letztendlich teilweise auch ist. Und wenn wir uns eben die deutsche Rohstoffpolitik anschauen, sehen wir ganz klar, dass der Fokus auf der nationalen Versorgungssicherheit liegt, im Fokus ist und eben Themen der globalen Gerechtigkeit, wie viel wir eigentlich verwenden beispielsweise und ob man daran quasi was machen müsste, werden viel zu wenig behandelt. Und genau, was ich schon gesagt habe, globale Ungerechtigkeit in der Nutzung und im Zugang zu Rohstoffen und jegliche Verantwortung wird sozusagen auch nicht thematisiert. Was neu ist, und deswegen habe ich das am Anfang sozusagen nicht gleich mit reingebracht, sondern würde jetzt gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, was sozusagen noch ein Punkt ist, der wichtig ist, mit hinzuzufügen, der auch schon anklang bei der Thematik, wie sich die Legitimierung der deutschen Rohstoffstrategie verändert hat, ist, dass wir sehen, dass wir aber auch zeitgleich vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten Zukunftstechnologien wir eine enorme Nachfragesteigerung haben nach metallischen Rohstoffen. Und da die nächste Folie. Das heißt, wir haben einen ansteigenden Verbrauch. Und das beruht jetzt auf einer Studie der Deutschen Rohstoffagentur, die sich, ich glaube, es waren 32 unterschiedliche Zukunftstechnologien angeschaut haben, die dort oben quasi angezeigt werden, ob das jetzt aus dem Bereich der Energiewende ist, ob das Windkraftanlagen, ob das Photovoltaik ist, aber auch aus dem Bereich der Elektromobilität oder eben auch für die Digitalisierung. Ja, also da braucht man zunehmend mehr Chips,
RFID-Tags, Robotik und so weiter, um die Dinge tatsächlich auch wirklich miteinander vernetzen zu können. Und natürlich, also wir sitzen ja auch alle vor unseren Laptops, also die Nachfrage sozusagen auch nach Displays und Screens und elektronischen Geräten ja auch enorm zugenommen hat. Und diese Studie hat sich das genauer eben angeschaut für konkret 32 Zukunftstechnologien und hat konkret gefragt, wie sozusagen im Vergleich mit der Nachfrage von 2013 bis 2035, wenn wir weiterhin so produzieren und konsumieren, wie wir das bislang tun, sozusagen sich die Nachfrage nach bestimmten Metallen steigert. Und da sehen wir eben enorme Zuwächse in der Nachfrage, was seltene Erden angeht, was Kobalt angeht, was Kupfer angeht oder auch Lithium, was ja auch im Zusammenhang mit der Elektromobilität ein großes Thema ist, im Zusammenhang mit den Batterien. Wo ich aber auch immer gerne wieder darauf hinweisen möchte, dass natürlich, egal welches Ort und wie es betrieben wird, nicht nur aus Lithium besteht, sondern auch im großen Umfang natürlich vor allem auch aus Stahl, Eisenerz und Aluminium als Ganzes, weil es, wie gesagt, ja nicht nur aus einer Batterie entsteht, sondern besteht, sondern noch aus viel mehr. Genau, also was ich damit deutlich machen will, ist, was jetzt sozusagen mit der Veränderung und auch der Notwendigkeit in unserem Umgang mit gegenwärtigen Krisen ist teilweise eben auch zu neuen Nachfragesteigerungen kommt, was metallische Rohstoffe angeht. Und das eben ein Thema ist, was weiterhin sozusagen ein blinder Fleck ist. Also metallische Rohstoffe, wie gesagt, es ist jetzt klar, wir dürfen CO2 dürfen wir nicht mehr oder müssen wir ganz klar reduzieren. Wir haben da die Vorgaben, es ist ein Klimaabkommen, ganz, ganz notwendig. Wir müssen dekarbonisieren. Gleichzeitig setzen wir auf Technologien, wo wir sozusagen die materielle Basis der Maschinen, wie sie quasi betrieben werden, uns nicht anschauen und sozusagen weiterhin der metallische Blick sozusagen uns fehlt auf die Dinge. Und jetzt würde ich gerne sozusagen langsam schließen und den Rundumschlag machen wieder zurück, nämlich was ja meine Ausgangsfrage war, warum gibt es eigentlich den Arbeitskreis Rohstoffe? Genau, der Arbeitskreis Rohstoffe hat sich eben, glaube ich, sogar 2007, 2008 das erste Mal noch nicht in der Form des Arbeitskreis Rohstoffe gegründet, sondern eben die einzelnen Referentinnen aus den einzelnen Organisationen, die eben damals schon gesagt haben, das ist ein blinder Fleck in der deutschen Rohstoffpolitik und ein maßgeblich ganz enormer Einfluss der Wirtschaftslobby, wenn es um metallische Rohstoffe geht. Und wir haben aber mit unseren Partnerorganisationen und wir haben die Berichte, welche gravierenden Auswirkungen, und es ist wichtig, dass eben viel ganzheitlicher mit einer globalen Gerechtigkeitsperspektive darauf geschaut wird. Und im Zuge dessen sozusagen noch vor dem Entstehen der deutschen Rohstoffstrategie hat sich dann quasi der Arbeitskreis Rohstoffe gegründet und hat gesagt, wir müssen quasi ein Gegengewicht sein zu der enorm großen Wirtschaftslobby, die die Rohstoffpolitik maßgeblich prägt. Und wir müssen auch versuchen, unseren Einfluss sozusagen zu erhöhen. Weil die Punkte und die Ausrichtung der deutschen Rohstoffpolitik eben sehr, sehr Krisen sozusagen weiterhin mit befeuert und Konflikte, die vor allem auch außerhalb unserer nationalen Grenzen quasi liegen. Das heißt, deswegen gibt es den Arbeitskreis Rohstoffe und die zahlreichen Organisationen, die sich dem Thema widmen, wie ja auch unter anderem Incota. Und da würde ich jetzt gerne zum Schluss nochmal drauf eingehen, was wir jetzt sozusagen aktuell machen, weil ihr auch sicherlich alle wisst, dass wir uns im Superwahljahr befinden. Im September werden die Bundestagswahlen stattfinden. Und das ist sozusagen in so einem, wenn man Lobbyarbeit macht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man sozusagen versucht, okay, jetzt müssen wir nochmal ganz konkret unsere Forderungen quasi formulieren, müssen die an die Politik herantragen. Und deswegen haben über 40 Organisationen aus dem Arbeitskreis Rohstoffe Ende des Jahres, letzten Jahres, ein Forderungspapier herausgebracht, Krisen verschärfendes Handeln stoppen, Rohstoffwende umsetzen, wo wir nochmal ganz konkret uns eben für eine Rohstoffwende ins politische Feld werfen und anhand von 7 Forderungen quasi verdeutlichen, was uns wichtig ist, was die zukünftige Regierung und die politischen Parteien sozusagen auf dem Schirm haben sollten und die blinden Flecken der Rohstoffpolitik sozusagen
wie sagt man, ein Auge darauf werfen sollte. Und genau, und seit Ende des letzten Jahres versuchen wir sozusagen, weil die Wahlprogramme entstehen jetzt immer noch weiterhin und sind in den Entwürfen und wurden teils schon vorgestellt, teils sind sie noch in den Erarbeitungen und versuchen jetzt eben gerade momentan Gespräche zu führen, einzelne politische Parteien ja eben dorthin zu bewegen, dieses Thema sich auch noch mehr auf die Fahnen zu schreiben. Und genau, und da würde ich gerne ganz kurz auch darauf eingehen, dann die nächste Folie. Und dann bin ich auch gleich durch. Versprochen, haben wir uns auf die 7 Forderungen, die sicherlich nicht alle sind und die können auch noch oder sind auch durchaus noch erweiterbar, aber wir haben uns sozusagen anhand oder mit den Organisationen, die involviert waren, auf die 7 Forderungen geeinigt oder auch unsere Forderungen aus älteren Forderungspapieren quasi geupdatet und sagen ganz klar, eine Rohstoffwende bedeutet für uns, dass die jeweiligen politischen Parteien sich ganz, ganz konkret vor allem auch dafür einsetzen müssen, dass wir unseren absoluten Rohstoffverbrauch senken müssen. Also sozusagen dieser erste Punkt, also welch großer Verbraucher Deutschland auch einfach ist, das muss angegangen werden. Und da können wir nicht nur sagen, wir wollen da ein bisschen effizienter werden und da ein bisschen was einsparen, sondern es muss absolut sozusagen gesenkt werden, also auch nicht sogenannte Rebound-Effekte, dass man quasi in einem Bereich effizienter wird, aber letztendlich trotzdem dann dadurch die Motoren beispielsweise effizienter werden, aber die Autos an sich größer gebaut werden und wir somit quantitativ trotzdem mehr Rohstoffe verbrauchen. Und dafür braucht es einen konkreten Maßnahmenplan und das muss sozusagen erstmal überhaupt auf die politische Agenda, weil das bislang noch gar nicht thematisiert wird. Und in dem Zusammenhang ist eben eine Möglichkeit, vor allem auch die Kreislaufwirtschaft konsequent umzusetzen, wie das ja auch auf europäischer Ebene auch ja konkret auch immer konkreter sozusagen auch versucht wird, ist das auch in Deutschland notwendig, mehr auf Reparatur zu setzen, Recycling auszubauen, um ganz klar Rohstoffe einzusparen. Eine Substitutionsquote auch umzusetzen. Das ist sozusagen ein Indikator der Kreislaufwirtschaft, was die quasi misst, wie hoch der Anteil ist von Primärstoffen, die durch Recycling quasi ersetzt wurden, um das überhaupt erstmal auch messbar zu machen, wie viel, dass wir das sozusagen steigern, Sekundärrohstoffe auch zu verwenden. Genau, und deswegen eben ganz konkret da beispielsweise als ein Hebel die Kreislaufwirtschaft einfordern. Zum anderen, das habe ich eben kurz angedeutet, jegliche Risikotechnologien, die bedeuten, dass wir weiter sozusagen die sogenannte Frontier, also die Grenze noch weiter überschreiten und noch mehr in Ökosysteme eingreifen, die es bereits enorm unter Stressbelastung quasi stehen, wie beispielsweise der Ozean. Jetzt noch eine Zusatzbelastung, in dem von unten sozusagen metallisch-mineralische Rohstoffe abgebaut werden und gleichzeitig aber noch nicht mal darüber nachgedacht wird, wie wir absolut senken können. Da sind wir absolut dagegen und sagen ganz klar nein und das auch mit unseren Partnerinnenorganisationen auch in den Regionen, wo das teilweise auch schon in der Außenwirtschaftszone von Inselstaaten beispielsweise passiert. Im Zusammenhang, und das ist ja auch ganz hochaktuell, setzen wir uns, und da gibt es auch eine Stellungnahme vom Arbeitskreis Rohstoffe, für ein wirkungsvolles Lieferkettengesetz ein, was auch wirklich dem Namen gerecht wird, was entlang der kompletten Lieferkette gilt, weil das vor allem im Zusammenhang mit Rohstofflieferketten enorm wichtig ist, was ich ja auch am Anfang habe versucht deutlich zu machen und was sicherlich jetzt auch im Laufe der Ringvorlesung enorm wichtig ist. Dann im Zusammenhang mit einer bereits existierenden EU-Verordnung, die sogenannte Konfliktmineralienverordnung, fordern wir eine Ausweitung, die besteht bislang nur für 4 Rohstoffe, da fordern wir eine Ausweitung. Wir möchten oder es ist wichtig, eben auch die Handelspolitik zu thematisieren und auch da fordern wir ganz konkret, dass es notwendig ist, dass bevor Handels- und Investitionsabkommen mit anderen Ländern sozusagen abgeschlossen werden, dass es unabhängige menschenrechtliche Folgeabschätzungen geben muss, welche Auswirkungen tatsächlich solche Handelsabkommen auch für die Bevölkerung vor Ort hätten.
Und sogenannte ISDS-Klauseln, von denen ihr gegebenenfalls auch schon mal gehört habt, in der Form, dass Konzerne Staaten verklagen können, stellen wir uns auch ganz klar gegen. Und es muss eben auch verbindliche und sanktionierbare Menschenrechts- und Sozialstandards geben, die in den Handelsabkommen mit vereint oder mit inbegriffen sind, um auch den rohstoffreichen Staaten auch überhaupt eine Möglichkeit zu geben oder der Schutz der Bevölkerung vor Ort sozusagen und der Umwelt auch gesichert ist und es sozusagen nicht nur darum gehen kann, diese Rohstoffe, den freien und fairen Zugang in den Augen der Industrie zu bekommen. Und wie bereits auch schon deutlich wurde, ein ganz starker Fokus auch von uns durch die Zusammenarbeit auch mit den Partnerinnenorganisationen, dass der Schutz und Stärkung der Rechte der Bevölkerung vor Ort eine ganz vordergründige Rolle spielen muss. Und wir sehen vor allem jetzt im Zusammenhang auch mit der Corona-Pandemie, dass vor allem bereits extrem marginalisierte Gruppen wie indigene Völker gerade enorm in der Situation sind, dass beispielsweise Bergbauprojekte ausgeweitet werden und sie dadurch quasi verdrängt werden. Und es ist ganz wichtig, dass vor allem deren Rechte vor Ort auch geschützt werden und dass auch die involvierten Unternehmen sozusagen auch nachweisen müssen, dass die Bevölkerung vor Ort frühzeitig und vorherig mit einbezogen wurde. Genau, das ist jetzt sozusagen nochmal zur aktuellen Debatte im Lieferkettengesetz. Das werde ich jetzt nicht nochmal vertiefen, aber dann geht auch gerne mal auf die Seite des Arbeitskreis Rohstoffe oder auch auf die Seite von INCOTA und den anderen Organisationen des Arbeitskreises, um da unsere aktuellen Stellungnahmen auch nachzulesen, wo wir sagen, das sind die wichtigsten Punkte, an denen sozusagen nachjustiert werden muss, weil der momentane Entwurf viel zu schwach ist und eigentlich nicht wirkungsvoll ist, vor allem was die Bevölkerung vor Ort angeht. Genau, das ist die nächste Folie. Sorry, Julius. Genau, aber dann kannst du noch eins weitermachen. Das ist nur noch mal ein kurzer Screenshot sozusagen der Bibliothek des Arbeitskreis Rohstoffe, wo ich euch alle noch mal herzlich zu einlade, mal vorbeizuschauen, wo ihr unter unterschiedlichen Themenschwerpunkten die Broschüren der einzelnen Organisationen des Arbeitskreises findet. Wenn ihr Hausarbeiten oder wie auch immer zu den Themen schreiben könnt, ist das, glaube ich, eine super gute Quelle. Und genau, bei weiteren Fragen, und das ist jetzt die letzte Folie, kontaktiert mich gerne unter meiner Arbeitsmail. Genau, wenn ihr noch Fragen habt zur Rohstoffwende-Broschüre und so weiter, kontaktiert mich oder kontaktiert Julius. Genau, wir freuen uns und jetzt wäre ich soweit durch. War doch ein bisschen länger. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Hanna, für den spannenden Input. Dann würde ich die Runde eröffnen für Rückfragen zum Vortrag. Ich habe sonst auch welche, aber vielleicht warte ich erstmal, was im Chat kommt. Genau, Anja hat gerade geschrieben, ihr könnt die Raute in den Chat posten, dann werdet ihr drangenommen. Ansonsten habe ich auch gleich schon eine Einstiegsfrage. Ihr könnt ja noch überlegen. Oh, da kommt schon die erste Raute. Sehr gut. Ja, dann würde ich Naimi dran nehmen. Entschuldigung, die erste Raute war eigentlich von Herrn Stein, aber der hat das privat geschrieben, deswegen sieht man das nicht. Ah, okay. Na, dann darf er anfangen. Ach so, er hat gerade technische Probleme, schreibt er. Okay, gut, dann klappt es ja vielleicht gleich noch. Dann kann Naimi gerne ihre Frage stellen. Ja, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Mich hat jetzt interessiert, ob es Länder gibt, die eine bewusstere Rohstoffpolitik verfolgen, die man da in der Hinsicht als Vorbild nehmen könnte und wie das bei denen ganz konkret aussieht. Also wie zum Beispiel ja gesetzlich sowas wie eine Kreislaufwirtschaft umgesetzt werden kann. Mhm.
Ja, das ist, vielen Dank für deine Frage. Genau, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, weil sobald man irgendwie auch gute, sozusagen Best Practice, sagt man dann immer so, gute Best Practice Beispiele hat, die man quasi anbringen kann, wo man auch sagen kann, so, hier deutsche Bundesregierung, schaut mal, was die anderen Länder da machen, und das kriegen wir doch auch irgendwie hin, ist das immer ziemlich gut. Prinzipiell ist es aber so, was andere europäische Länder angeht, dass wir auch beobachten, dass auch dort metallisch-mineralische Rohstoffe bislang eben blinde Flecken der Nachhaltigkeitspolitik sind. Es gibt Ambitionen, beispielsweise jetzt auch in den Niederlanden, wo auch versucht wird, absolute Reduktionsziele des Rohstoffverbrauchs der Niederlanden sozusagen auch festzusetzen und versuchen, wie man das sozusagen in politische Maßnahmen umsetzt. Das steht aber auch bislang jetzt noch am Anfang. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, okay, und Frankreich oder sowas jetzt zum Beispiel oder Ungarn, das ist das Beispiel, dem sollten wir folgen, und die machen das in allen Bereichen richtig, weil es natürlich auch immer unterschiedlich ist, wie die Industrie aufgebaut ist und welche Schwerpunkte es da gibt. Worauf ich aber gerne verweisen würde, ist, dass es natürlich auch, und ich habe das mit der Handelspolitik gesagt, dass es in dem Zusammenhang auch immer spannend ist, was sozusagen auf europäischer Ebene passiert. Und da sehen wir, ob das jetzt beim Lieferkettengesetz ist, wo es ja auch einen europäischen ersten Schritt quasi geht, oder wir jetzt auch erwarten, dass im Sommer ein erster Entwurf quasi vorliegt, oder ob das auch in dem sogenannten Circular Economy Action Plan, sehen wir, dass auf europäischer Ebene es teilweise ambitioniertere Ziele gibt oder auch schon konkretere Maßnahmen gibt, oder beispielsweise beim Lieferkettengesetz die ersten Vorschläge, die jetzt beispielsweise auch vom Europäischen Parlament eingebracht wurden, viel, viel weitreichender und viel wirkungsvoller sind und sozusagen eher mit unseren Forderungen eines wirksamen Lieferkettengesetzes übereinstimmen als der jetzige Entwurf zum Beispiel aus Deutschland. Also wo es beispielsweise diese abgestufte Sorgfaltspflicht nicht mit einbezogen wurde, also wo jetzt in Deutschland gesagt wird, muss nur nachgewiesen werden, die sogenannte Sorgfaltspflicht bis zur Tier 1, also zum ersten Zulieferer, der teilweise sogar noch in Deutschland sitzt, und alles, was hinterherkommt und was vor allem am Anfang der Rohstofflieferketten passiert, wird dadurch eben nicht prioritär beachtet und dadurch sozusagen extrem wichtige Punkte nicht mit einbezogen, wenn es um die sozial-ökologischen Negativauswirkungen geht. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was durchaus auch spannend ist zu verfolgen, was auf europäischer Ebene geht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, so, und das ist das Land und dem sollten wir folgen. Aber wenn Julius oder Lara da konkrete Beispiele haben, sehr gerne. Ja, ich glaube, Lara ist gar nicht da. Mir ist okay. Auch auf jeden Fall erstmal das niederländische Reduktionsziel eingefallen, wo man, glaube ich, abwarten muss, was da genau passiert. Aber da haben zumindest alle jetzt, glaube ich, mal interessiert hingeguckt, weil es eben das erste Mal ist, dass ein absolutes Reduktionsziel festgeschrieben wurde. Oder ich bin mir gerade nicht sicher, wie weit der Prozess ist, ob das schon richtig ein Gesetz ist. Aber sonst gibt es das einfach noch nirgendwo. Also das Einzige, was wir lesen, ist effizienter werden, und also es ist dann so die Rohstoffproduktivität, das steht in Papieren drin in Deutschland, aber eine Aussage dazu zur absoluten Reduktion findet man so bisher nirgendwo, soweit ich weiß. Genau, dann wäre Marvin Dornig als nächstes dran, der sich gemeldet hatte. Ich hätte meine Frage hinten angestellt, weil die jetzt nicht konkret nur auf Metalle bezogen ist. Okay. Dann, ja, kannst du dich gerne melden, wenn du denkst, dass sie passt, sonst würden wir sie am Ende beantworten. Jessica hatte eine Nachfrage zur Konfliktmineralienverordnung der EU, was die genau besagt und um welche Punkte sie eurer Meinung nach nach Meinung des AK Rohstoffe erweitert werden sollte. Mhm.
Ja, genau, bin ich jetzt eben nur kurz drauf eingegangen, aber da könnt ihr auch gerne nochmal, gerade zu Konfliktmineralien hat der Arbeitskreis Rohstoff und wie gesagt, ich bin noch ein bisschen frischer dabei und nicht von Anfang an, aber gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viele Broschüren auf der Seite des Arbeitskreis Rohstoffe, weil das vor allem in der Vergangenheit eng begleitet wurde und auch viel Lobbyarbeit dazu gemacht wurde und ist prinzipiell erstmal diese EU-Konfliktmineralienregulierung als ein erster positiver Schritt auch bewertet wurde, auch vom Arbeitskreis. Zu den Konfliktmineralien gehören ja die sogenannten 3TG, also die 3Ts und G im Englischen, so kann man sich das immer am besten merken. Also das ist einmal Tantalum, also Tantal, Tungsten, also Wolfram, Tin, Zinn und Gold. Das sind sozusagen die vier, das sind die vier Rohstoffe, die unter diese Verordnung fallen. Und dabei geht es vor allem darum, dass eben in der Vergangenheit, und ich denke, die Bilder kennt ihr alle, oder vor allem diese Rohstoffe werden maßgeblich beispielsweise im Kongo abgebaut. Und sozusagen mit dem Abbau werden Konflikte befördert, dass sozusagen durch den Verkauf dieser Rohstoffe beispielsweise, diejenigen, die den Konflikt oder also Milizen beispielsweise dadurch weiter die Konflikte befeuern, Waffen kaufen und so weiter und konfliktbefördernd sind und deswegen quasi sie auch Konfliktmineralien genannt werden. Und es ging dabei vor allem darum, das basierte auf einem ersten Act in den USA, der sogenannte Dodd-Frank Act, der alle börsennotierten Unternehmen in den USA dazu verpflichtete, wenn sie aus der Region der großen Seen, also Kongo, Ruanda, Uganda, diese Rohstoffe herbeziehen, dann müssen sie sozusagen nachweisen, ob aus welcher Mine sie es quasi beziehen und ob in welcher Form Konflikte damit befördert werden. Und dieser Act sozusagen als Beispiel genommen, wurde sozusagen auch auf europäischer Ebene enorm viel zivilgesellschaftliche Lobbyarbeit betrieben und gesagt, okay, das müssen wir auch, also wir müssen uns diesem Thema auch widmen, weil wir auch total viele Industrieunternehmen hier haben, die natürlich aus dieser Region beziehen. Und daraus entstand sozusagen auch diese weitere Weiterentwicklung oder diese Verordnung auf europäischer Ebene, die auch sozusagen jetzt seit diesem Jahr auch für Deutschland gilt. Und es wurde jetzt aber erweitert, was auch sehr gut ist, sozusagen, dass es nicht mehr nur diese Region ist, weil das ja häufig dazu führt, dass wenn gesagt wird, okay, ihr dürft das nicht mehr aus der Region beziehen, dann wandert man ab. Das ist ein quasi Embargo, was teilweise für die Bevölkerung vor Ort noch gravierender ist. Genau, und das heißt, da wurde es sozusagen regional quasi ausgeweitet, dass es für alle gilt. Es gilt aber eben weiterhin nur für diese vier Rohstoffe, obwohl es im Zusammenhang beispielsweise mit dem Kobaltabbau auch immer wieder deutlich wird, dass auch der Verkauf damit oder der Handel damit eben auch Konflikte befördert. Und bislang ist es eben auch so, dass sozusagen nur der Upstream-Bereich sozusagen relevant ist oder die Unternehmen, also das heißt von der Mine bis zur Schmelze sozusagen nachgewiesen werden muss. Und sozusagen alle Unternehmen, die danach liegen, die quasi weiterverarbeiten, nicht davon darin betroffen sind oder mit einbezogen müssen werden oder das konkret nachweisen, inwiefern ihr Bezug von diesen vier Mineralen in irgendeiner Form Konflikte mit einbeziehen. Und deswegen sind das vor allem die Punkte, eine Erweiterung und eine Ausweitung auf die komplette Lieferkette, Punkte, die für uns sehr, sehr wichtig sind im Zusammenhang einer Überarbeitung, die dann irgendwann ansteht von dieser Konfliktmineralienverordnung. Aber da arbeitet, glaube ich, Inkote auch viel zu. Und ich glaube, dass auch in der Ringvorlesung oder Julius auch ihr auch noch einen Partner aus dem Kongo ja, eingeladen habt. Ja, genau. Ja, empfehle ich dann sehr, dabei zu sein. Entschuldigung, wollte ich gleich mal einhaken. Das ist eine kleine Verständnisfrage. Ich habe das nicht ganz verstanden. Geschichtlich gab es ja den Vorläufer an der amerikanischen Börse. Wie hieß der nochmal und war das denn wirklich die amerikanische Börse? Oder?
Genau, das war der Dodd-Frank Act. So hieß der. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war. Das war Dodd-Frank Act, das war im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Und es war eigentlich total irritierend, dass dieser Akt sozusagen auch noch mit reingekommen ist, unter, keine Ahnung, 1509, also 1509, also relativ weit unten. Und am Ende waren alle irritiert, wie diese Verordnung sozusagen oder dieser Act mit reingekommen ist. Aber das war im Zusammenhang mit der Finanzkrise und in den USA. Und das waren alles genau, an der amerikanischen Stock sozusagen notierten Unternehmen, die diesen Act sozusagen anhand dessen ihre sogenannte Sorgfaltspflicht quasi nachweisen mussten. Vielen Dank. Ja, Tim hat noch eine Frage, die ein bisschen von Rohstoffpolitik weggeht und eher so Richtung Unternehmen. Und zwar fragt er, ob deiner Meinung nach Firmen wie Swappy oder Refurb zu einer nachhaltigeren Nutzung von Rohstoffen beitragen oder es eher Scheinlösungen sind, die nur den Firmen nützen? Ja, ist ein spannender Punkt. Ich würde da allgemeiner zu antworten, was Unternehmen, also welche Rolle Unternehmen sozusagen haben. Und also wir machen ja konkret quasi Arbeit. Wir sagen, wir appellieren nicht an Unternehmen hier zum Beispiel, sondern wir appellieren ganz klar, dass sozusagen die politischen Rahmenbedingungen auch verändert werden müssen und dass es gesetzliche Regelungen geben muss, die sozusagen eine Rohstoffwende einführen würden. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch oder sind wir auch in Gesprächen beispielsweise auch mit der Automobilindustrie als einer der größten Nachfrager und maßgeblich verzahnt in diese Rohstofflieferketten auch im Gespräch, weil es da durchaus natürlich auch positive Beispiele gibt, wo versucht wird, auch von Unternehmensseite, also die auch ein Interesse daran haben oder ihnen ja auch immer bewusster wird, dass auch die deutsche Bevölkerung auch wissen möchte, so wie schon seit Jahren, jetzt längerer Zeit auch geguckt wird, wo kommt der Kaffee her, wo kommt der Kakao her, auch deutlich wird, dass natürlich auch der Druck da erhöht wird. Und das wollen wir auch, dass sozusagen auch gefragt wird, woher kommen eigentlich die metallischen Rohstoffe und sozusagen auch ein Eigeninteresse teilweise auch schon besteht. Und auch viele Unternehmen auch freiwillig schon beispielsweise auch nachweisen, oder sozusagen Zertifikate entwickeln oder Standards entwickeln, wie beispielsweise sozial-ökologisch abgebaut werden sollte und wie die Bevölkerung vor Ort mit einbezogen werden könnte und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es halt alles freiwillig. Und da sehen wir halt, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es ein Gesetz gibt, weil die Freiwilligkeit hat bislang eben nicht maßgeblich dazu geführt, dass die Konflikte sich reduziert haben und sie, genau, und führt halt auch nicht maßgeblich dazu, dass tatsächlich auch ein Ziel der deutschen Politik sein muss, den absoluten Rohstoffverbrauch zu senken, beziehungsweise auch im Design beispielsweise anzusetzen und zu sagen, ja, ist es eigentlich noch in Ordnung, dass Automobilhersteller solch große und immer größer werdende Autos beispielsweise bauen, wo klar ist, dass wir Ziele der absoluten Reduktion des Rohstoffverbrauchs auf jeden Fall nicht erreichen, obwohl wir mit diesen Autos beispielsweise nur in der Innenstadt rumfahren und durchschnittlich nur eine Person da drin sitzt oder so. Also deswegen sagen wir, Freiwilligkeit reicht nicht aus, das hat die Vergangenheit gezeigt. Und es gibt aber durchaus natürlich auch Positivbeispiele auch von Unternehmen, die natürlich auch nochmal teilweise konkreter dran sind oder ja auch in der Praxis gegebenenfalls auch da Erfahrungen haben, die wichtig ist, dann auch zu sehen. Aber wir sehen vor allem die Lösung nicht durch, also wir sehen die Notwendigkeit, dass politische Strukturen sozusagen auch maßgeblich verändert und anderen Zielen unterliegen müssen, um eine Rohstoffwende einzuführen. Ja, wir haben jetzt nur noch 5 Minuten und noch 2 Fragen im Chat. Von daher vielleicht mit der Bitte um kurze Antwort. Michael Stein.
Ja, hallo, jetzt ohne technische Probleme. Aber war ich ja davor schon da, ist ja jetzt egal. ich wollte fragen, jetzt es wurde schon angekratzt wegen den Lebensmittelimporten, zum Beispiel Kaffee und Kakao. Was ist denn jetzt schlimmer, Metallimporte oder Lebensmittelimporte? Wenn man meinetwegen Wasserknappheit, CO2-Emissionen oder dann auch Menschenrechte hier quasi berücksichtigt, wie Löhne und Arbeitsbedingungen. Gute Frage. Könnte ich jetzt ganz lange drüber sprechen, weil ich mich auch lange mit landwirtschaftlichen Produkten beschäftigt habe. Aber das kann man natürlich nicht so pauschal sagen. Also erstens mal bei Metallen. Deswegen ist es auch teilweise so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, lange geblieben. Wenn wir über fossile Rohstoffe sprechen, dann haben wir ganz klar, wir haben Braunkohle, wir haben Steinkohle, wir haben Gas. Also es sind nicht so viele. Wenn wir über Metalle sprechen, dann haben wir eine Bandbreite von, also wir nutzen fast das ganze Periodensystem. Also es sind extrem viele unterschiedliche metallische Rohstoffe, die auf unterschiedliche Art und Weise abgebaut werden, teilweise im Großbergbau, teilweise im Kleinstbergbau, im Tagebau, im Untertagebau oder im Berg sozusagen. Also das ist extrem unterschiedlich. Deswegen kann man nicht sagen, metallischer Bergbau ist sozusagen generalisierend, sind das Probleme, sondern man muss eigentlich bei jedem Rohstoff genauer gucken. Und das ist natürlich, würde ich jetzt sagen, muss man das auch bei Kakao und Bananen und so weiter. Deswegen werde ich da jetzt kein konkret, werde ich jetzt nicht konkret sagen, was jetzt quasi schlimmer ist. Vor allem muss die Frage, was schlimmer ist, muss vor allem daran beantwortet werden, inwiefern sozusagen die Bevölkerung vor Ort mit einbezogen wird, inwiefern die Bevölkerung vor Ort auch davon profitiert, beziehungsweise welche Nachteile sie daraus zieht, welche Konflikte entstehen. Und anhand dessen kann man theoretisch sagen, was quasi schlimmer ist. Genau, aber das kann ich nicht pauschal sagen. Okay, dann wäre Marvin Dornick dran mit seiner Frage. Ja, ich hatte zwei Fragen, so eine politische, also einfach jetzt so quasi, wo es so ein bisschen um dieses Gremium der Rohstoffstrategie geht, also ob dann, wenn jetzt irgendwie sich doch die Regierung ändern würde, ob dieses Gremium dann, also ob es dann einen Vorteil bietet, dass es dieses Gremium gibt, oder also ob man da den BDI, oder den Einfluss da irgendwie ein bisschen einfach gesenkt bekommt. Und wenn ja, welche Parteien da jetzt irgendwie schon eine Strategie haben, eine alternative und ökologischere. Und dann hatte ich noch eine zweite Frage, so wie dann jetzt gerade, wenn man irgendwie weg von fossilen ja, Rohstoffen kommen möchte, was ja bei Metallen eigentlich ja, wenn man sie so also neu gewinnt, gar nicht anders geht, wie Sie denn da das Potenzial von so Kunststoffen einschätzen, die ja auch, wenn man jetzt sagt, irgendwie aus Synthese von Luft, CO2, ja, wie Sie da das Potenzial einschätzen in der Zukunft im Vergleich zu Metallen, auch auf den ökologischen Impact. Gute Frage, die erste Frage, nämlich welche Potenziale sehen wir eigentlich, dass die Rohstoffwende tatsächlich umgesetzt wird in Deutschland, obwohl das für uns auch noch ein Anfangsprozess ist, ne? Und wir auch weiter daran arbeiten, so überhaupt herauszuarbeiten, wo sind jetzt genau die Hebel, wo können wir absolut senken und so. Also das ist ja jetzt auch, habt ihr auch gemerkt, das ist ja noch kein fertiges, ganz klar fertiges Konzept, sondern wir fordern vor allem, dass die Rohstoffwende auch bei der Energiewende und bei der Mobilitätswende und so weiter halt vor allem mitgedacht wird und diese blinden Flecken sozusagen überhaupt erstmal beleuchtet werden. Und da sehen wir natürlich bei manchen Parteien eine größere Offenheit, weil sie grundsätzlich oder kommen natürlich auch auf die Themen an, ne? Beispielsweise bei den Grünen sind natürlich die Umweltthemen oder die Forderungen, die wir haben, können wir da natürlich besser einbringen. Und da sehen wir natürlich schon, dass auf dem der Kreislaufwirtschaft, obwohl man da auch immer genauer hinschauen muss, über Kreislaufwirtschaft, da sprechen sich alle jetzt für aus, aber da gibt es auch unterschiedliche Art und Weisen, das auch umzusetzen. Aber da sehen wir schon bei den Grünen, auch wenn sie leider die Begrifflichkeit der Rohstoffwende jetzt noch nicht konkret aufgenommen haben bislang, obwohl wir da auch Änderungsanträge eingebracht haben jetzt im Entwurf, greifen sie das noch nicht konkret auf, aber benennen sozusagen einzelne Aspekte, die uns auch sehr wichtig sind. Und genau, setzen sich beispielsweise auch für ein wirksames Lieferkettengesetz ein und sowas. Also da hoffen wir natürlich, und ich weiß nicht, ob ihr die Prognosen gesehen habt, aber die Grünen sind ja sozusagen so populär wie noch nie. Erhoffen wir uns natürlich schon, oder dass wenn beispielsweise die Grünen in der Regierung wären, dass wir da mehr Potenziale hätten, auch beispielsweise, dass zivilgesellschaftliche Stimmen beispielsweise mehr gehört werden als die Wirtschaftslobby.
Und auch da ist der Punkt, ne, also wir wollen nicht den BDI belabern, dass er sozusagen nicht zu viel Einfluss ausübt, sondern es muss klar sein, dass das politisch kommen muss und dass mit einer Vielzahl an unterschiedlichen InteressensvertreterInnen quasi gesprochen wird. Und da sehen wir natürlich bei den Grünen und auch bei den Linken, obwohl die Linken natürlich teilweise die Umweltthemen noch nicht so auf dem Schirm haben, aber sich da auch, das sind natürlich die Themen der globalen Gerechtigkeit eigentlich auch klassisch linke Themen eigentlich wären. Und es geht ja auch voll viel auch um Arbeitsrechte beispielsweise, dass da Offenheit besteht, die SPD auch teilweise, Teile der SPD sich auch im Zusammenhang auch mit dem Lieferkettengesetz auch sehr stark für ähnliche Stellung beziehen, wie wir auch als AK auch in der Vergangenheit schon. Also da gibt es auch progressivere Kräfte. Der Einfluss für uns, das sage ich ganz offen und ehrlich, bei der CDU ist sehr, sehr schwer. Genau, ich muss mich jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen. Genau, also das ist natürlich ganz klar. Und mit der AfD sprechen wir nicht. Genau, also wir setzen so ein bisschen jetzt darauf, dass es auch tatsächlich einen politischen Wandel gibt und dadurch auch eine Offenheit mehr für die Themen, für die Rohstoffwende-Themen. Und genau. Ja, die zweite Frage würde ich vielleicht auch auf eine technischere Sitzung, die wir, glaube ich, in einigen Wochen auf jeden Fall noch haben werden, verschieben. Dann könntest du die da nochmal stellen, weil wir sind jetzt auch schon eine Minute über der Zeit. Und ja, es hat mich wieder gefreut, dass so viele da waren. Natürlich danke an Hanna, dass sie trotz Krankheit gekommen ist. Genau, Applaus, sehr schön im Chat. ja, ich denke, ich kann dir im Namen von uns allen gute Besserung auf jeden Fall noch wünschen, dass du es noch ganz fertig auskurierst. Und ansonsten bleibt mir nur auf, nächste Woche sehen wir uns nicht. Da ist Dies Academicus, wenn ich den Plan richtig gesehen habe, sondern am 12.05. ist die nächste Sitzung, dann mit dem Thema digital elektrisch besser, der Rohstoffhunger der Zukunftstechnologien. Da haben wir auch drei spannende Referierende, Merle Kroneweg zu E-Mobilität, Max Bimmelburg zu Digitalisierung und Professor Tom Kaden zur Bauwende. Da freue ich mich auf jeden Fall, viele von euch wiederzusehen. Ja, und sonst habt einen schönen Nachmittag und Abend.